Manchmal startet man mit hohen Erwartungen und voller Vorfreude in ein neues Bergabenteuer. Doch dann passiert irgendeine Kleinigkeit, mit der niemand rechnen konnte und macht alle Pläne zunichte. Warum das dennoch nicht im Abbruch der Natur enden muss und trotzdem ein schönes und interessantes Bergerlebnis sein kann, das erfährst du in diesem Video. Ja, weil wenn Saisertoni da startet, der muss 2 Euro für 4 Stunden Buggyball lernen oder man geht halt 200 Meter weiter, gell, und packt gratis. So, das geht. Kamera hat nämlich auch frisch aufgeladen. Alles hat er gedacht. Bis auf das Undenkbare, das unsere Pläne durchkreuzt. Aber schaut selbst, damit euch das nicht auch passiert. Springersteig-Runde. Also, wir folgen dem grünen Pfeil. Sonst unmarkiert. Vom Saisertoni zum Gebirgsvereins und Wildenauer Steig gibt es mehrere Varianten. Die hier gezeigte ist für die Orientierung vermutlich die einfachste. Es hat eine künstliche Intelligenz, das Handy. Also anders als ich. Künstliche Intelligenz versus natürliche Dummheit oder was? Schon bevor man das blau markierte Wandfußsteigen erreicht, ist der technisch sonst harmlose Zustieg Steinschlag gefährdet. Spätestens jetzt, wo wir sich dem Wandfußsteigen nähern, weil da so aufschaue, war vielleicht gar kein schlechter Platz, um sich einen Helm anzulegen. Gell? Wenn man auf die blauen Markierungen trifft, dann ist man am Wandfußsteig. Da oben am Felsen ist was angeschrieben. Israel hat richtig geraten, das sind nur Pfeile. Sehr aufschlussreich. Sehr eindeutige Punktmarkierungen auf jeden Fall. Im Zustieg ist der Mr. Radl unaufhaltsam. D plus W steht für Turmsteig und alten Einstieg vom Wildenauer Steig. Die neue Direktvariante beginnt weiter rechts. So ist das Loch. Siehst du es? Ja. Da oben, gell? Ja, ja. Ein Einstieg, tatsächlich. Na cool, oder? Da, das ist meine Trainingsanzug, die ich heute alles ausprobiert habe. Wie bringt man das da rein? Da ist alles drin, was ich brauche. Dann werde ich diesen ersten Bauch aufgetan und dann einfach oben herabfilmen. Du wirst dir ja sicher schon fragen, wo ich jetzt meine Rastschlinge abgeblieben habe. Ja, ich habe geschaut. Voll merkwürdig, oder? Ja. Das ist echt ein Jammer mit dir. Du gehst so unreflektiert durch die Welt. Einstieg Wildenauer Steig, na bitte. Das fängt schon mal an mit 1, ja? Die erste Klammer haben sie gleich mal durch schräg reingegeben. Jetzt wird mir da wahrscheinlich noch nicht viel bringen. Komm nicht durch. Echt? Ich kann mir nicht einhängen. Okay, na dann können wir aber nicht machen. Ich probiere es bei der zweiten Runde, nicht dass die erste. Ja, aber das kann dann mitten im Steig auch passieren. Nein, kann mir nicht einhängen. Ich möchte jetzt gerne probieren, ob es geht. Ja, ich komme da rein. Ja, bei mir gegangen's. Macht nichts, machen wir was anderes. So, das ist meine Frage. Vielleicht bin ich ja da übertrieben feig, aber es ist mir zu ein ungutes Gelände, um doch anzukugeln. Tja, das geht sich nicht aus. Geht nicht aus, ja. Da kommst du da nicht drüber, gell? Über ich, das da, ich häng dann genau da fest. Ja, ja, Israel, leider nicht. Machen wir einfach den Turmsteig. Israel, eine prima Idee. Wir machen einfach den Turmsteig, weil da kann man sich nämlich gar nicht erst sichern. Bei Bergtouren sollten wir immer auch einen Plan B haben. Wir nehmen den Hochfallweg in Richtung Springlersteig und das wird noch ziemlich abenteuerlich. Und da steht T plus W von der anderen Seite, ja? Sehr gut. Das war cool da, gell? Trotzdem der Hochfallweg als Alternative. Jetzt schauen wir mal, ob wir da den Springlersteig erreichen. Oh, das ist geil, bist deppert. Auch wenn der Hochfallweg eher nur als Zustieg dient und vergleichsweise selten für sich begangen wird. Den eindrucksvollen Blick auf die Hochfallwand sollten wir einmal gesehen haben. Schau mal, das Leben findet immer einen Weg. Das ist richtig cool. Da ist ein Büschel, aber der ist im Betrieb. Aus. Schaut schon geil aus da. Ja, die Abseilstrecke ist das da. Das ist mit der Maus. Die Knoten reingemacht am Ende, ne, damit da nichts passiert. Ich traue dem Klumpert nicht. Wenn die Hoffnung vorbei ist. Aha, das ist auch so ein Unterstand. Das ist echt ein netter Ort. Ja, wirklich arg gebeutelt vom Steinschlag ist diese Dirndlstrauch da. Das ist nicht das an der verkehrte Richtung gerade, da sind zwei. Schleiche, Schlange, whatever. Die roten Markierungspunkte am Hochfallweg sind oft schwach und durch Zustiege zu Kletterrouten ist der Verlauf nicht immer ganz eindeutig. Das wird uns fast zum Verhängnis. Aber schau her, da. Ja, roter Punkt. Ja, eine Bahn da oben drin, gell.
Ein Blick zurück auf die Hochfallwand. Da kann man wirklich hoch runterfallen, das stimmt, gell? Durchaus. Nicht sehr ausgesetzt, aber auch nicht ganz ungefährlich. Ausrutschen darfst du jetzt da nicht, gell? Also ich würde behaupten, da kann man Leibwand runterfallen, ne? Da können wir da rauf oder können wir da um. Also da sehe ich jedenfalls einen roten Punkt. Ja, schau, da geht der zweite Wandteil weiter. Ja, da ist ein Seil gespannt. Müssen wir da vorbei? Oft passiert auf Versteiger genauso. Schwache Markierungen, eine mögliche Versicherung im Blick und schon ist man falsch. Ist der irgendwie gegradet, der Steig? Nicht, dass wir uns da jetzt irgendwo versteigen in ein ganz arges Drum. Wir werden einfach nicht weitergehen, wenn es nicht passt, oder? Das ist eine gute Idee. Ja, coole Aussicht hat man da. Das ist jetzt auch nicht das allerneueste Material, was man da hat. So wie gesagt, ansonsten gehen wir zurück, das ist ja kein Problem. Aber solange da ein Seil führt. Ich weiß, was du sagst, was auf der drüben Seite ist. Ja, wie geht's da weiter? Ja, das ist eben der Witz. Da ist nämlich das Seil aus. Da möchte ich ehrlich gesagt nicht weitergehen. Na dann komm zurück. Muss man jetzt schauen, da geht sicher unter auch ein Weg vorbei. Ich weiß nicht. Nein, das schaut auch da drüben nicht so aus, als ob das besser wird, weißt? Wir kehren da zurück, ja? Und das Seil da, das hat ja schon bessere Zeiten gesehen, das scheuert da. Boah, ich glaube, dass man da unten vorbei kann. Schauen wir mal, da schaut es ja relativ ungefährlich aus. Da unten ist ein roter Punkt, siehst du den? Ja, da unten. Da müssen wir hin. Aha. Ich hätte aber noch gedacht bei dem Baum. Na, siehst du? Ja, weißt du, wir haben uns von dem Seil ablenken lassen. Wir haben das da gesehen und haben gesagt, na klar, da rauf. Ne? Ja, es ist da auch ein roter Punkt drauf, siehst du? Ja, genau, das habe ich gemeint. Den habe ich gesehen. Ach so. Das haben wir doch gut, ne? Führt auf. Ne? Ist am besten, da gehst du runter. Deswegen, liebe Leute, nicht ablenken lassen, auch von irgendwelchen alten Markierungen aufpassen, nicht gleich aufs erstbeste Seil zurennen und dem dann blind vertrauen. Da ist auch ein Ruderpunkt, ich bin da richtig, wo ich bin. Sicher, man kann da jetzt runterfliegen, das kann man machen, und man kann es auch lassen. Dann hätte man da über das erdige Gelände runter müssen und ehrlich gesagt, das war mir zu blöd. Das kann man in größter Not überleben, aber man muss nicht in größter Not überleben. Man kann einfach ohne Not überleben. Genau. Ja, ist nicht so viel geplant, aber trotzdem spannend. Ja, spannend, als man glaubt, gell? Da ist der nächste rote Punkt, also wir sind noch richtig. Da unten war die Markierung vom Springlösch, ja? Rot-weiß-rot da am Baum. Hui! Nichtsdestotrotz haben wir jetzt den Hochfallweg gesehen. Ja, ja. Da kommst du jetzt auf den Springlösch dazu. Das ist sogar eine Tafel. Ja, gell? Sehr gut. Asrael, das werden wir uns beim nächsten Mal merken, dass wir da zum Wiedeneusteig kommen. Ha! Wir haben wieder normalen Boden unter den Füßen. Also, Springlösch hinauf, oder? Yes! Das ist also wirklich mehr als deutlich markiert, wo man da hin muss. Ja. Schade. Da ist ja die kleine Leiter zum Sägen, schau. Ja, ja. Ich verstehe überhaupt gar nicht, warum sie keine Einhörner als Markierungen durchgesetzt haben, aber du kannst mir das sicher sagen. Ja, wenn man sich die Leiter anschaut, die ist nicht frisch. Die Erinnerungstafeln machen an so einem Tag besonders nachdenklich. Passiert ist nichts, aber haben wir richtig entschieden? Können wir was lernen? Ah, Zeit für ein Foto. Auf jedem noch so bescheidenen Berg ist Platz für Dankbarkeit und Demut. Ja, Springle ist im Aufstieg auch ganz nett, gell? Schon, sehr. Das ist schon cool da. Sehr, sehr, nett, wenn du die Aussicht anschaust. Das ist nett da. Ausnahmsweise, wenn man im Springle ist, und das ist noch gar nicht finster, gell? Flatter mit der Aussicht im Hintergrund. Ich kann jede Aussicht nur aufwerben. Ja, was denn? Es gibt Photoshop. Du kannst die Aussicht wegretuschieren, das ist nett von dir. Was das gut gewesen war? Ne? Wenn ich auf Aufnahme gedrückt hat. Oh je. Na schön ist da, wirklich. Und alles angeschissen von diesen blöden Bogviecher. Ja, ich glaube, wir sind fast oben. Ja, fast. Diesmal kommt man die hohe Wand gar nicht so hoch vor. Diesmal sind wir auf der nicht ganz so hohen Wand, weil wir nicht beim Seisatz ohne parken. Schau, wieder mal einer. Ja. Neugierig, gell, bist du. Flatter mit Bock. Ja, das ist richtig lieb, es, ja. Es sind schon nette Tiere irgendwie. Ja, das ist interessiert, gell? Wir werden deine Seele einfangen mit diesem Seelenfängerapparat. Gott weiß, schau das an. Die haben keine Angst vor einem Dreier. Da haben wir eine super Begegnung auch noch gehabt. Ist ja doch noch was wahr geworden aus dem Tag. So da mit Himbeer. Hubertus Haus. Ein ungeplanter Tag geht zu Ende vom Hubertus Haus. War sehr lehrreich. War super lehrreich und auch sehr begegnungsreich. Bei dieser Hochfallwand, bei diesem Steig, da kann man sich nämlich ganz schön verhauen. Dass man sich mit einem Klettersteig sieht, auch ordentlich verhauen kann und dass der wilde neue Steiger sicher nicht zum letzten Mal gesehen hat, das ist klar geworden. Ja. Und damit hast du mir, ich bin gerade dabei. Ich bin Asrael. Und vielleicht sichten wir sie mal auf einer anderen Tour. Jo.